Sind Ausländer in Russland sicher? Diese Frage stellte ein Journalist von Kommersant, dem Pressesprecher des russischen Präsidenten, vor dem Hintergrund der Ereignisse in Frankreich und der Position des französischen Präsidenten. Dmitri Peskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten, beantwortete die Frage des russischen Journalisten eindeutig mit Ja. Es ist die Aufgabe des russischen Staates, für die Sicherheit von Ausländern in Russland zu sorgen. Irgendwelche Handlungen, die die Sicherheit von Ausländern in Russland beeinflussen, sind nicht zulässig, so Peskow. Was die Frage der Sicherheit von französischen Staatsbürgern anbelangt, so ist es eine erstrangige Aufgabe des russischen Staates, die Sicherheit aller Ausländer auf dem gesamten Territorium Russlands zu organisieren und sicherzustellen. Anlass für die Frage des russischen Journalisten war eine Erklärung des tschetschenischen Mufti, gerichtet an die Franzosen, die den französischen Präsidenten in seinen Ansichten und Erklärungen unterstützen. Auch diese Franzosen sind für die Worte ihres Präsidenten verantwortlich, so der Mufti. Gewöhnliche Franzosen, die den französischen Präsidenten nicht unterstützen, können völlig beruhigt nach Moskau oder Grosny reisen. Aber wenn sie ihn unterstützen, so sind sie unsere Feinde, so der Mufti. Was die Frage der Sicherheit von diplomatischen Vertretungen, einschließlich der französischen, anbelangt, sowie die Sicherheit ausländischer Bürger auf dem Territorium unseres Landes, so ist dies eine sehr wichtige Aufgabe unseres Staates, diese Sicherheit zu gewährleisten. Und wir gehen davon aus, dass es notwendig ist, dass alle ausnahmslos auf der Grundlage der Gesetze der Russischen Föderation handeln. Nur so kann man jegliche Dinge vermeiden, die irgendeine Gefahr für Ausländer darstellen, so Peskow gegenüber Kommersant.